fertig zu dieser Wochenschau vom 22. bis 26. Oktober, Montag, Ständeratswahlen. Das neue Berner Ständeratsduo bilden in diesem Jahr Simonetta Sommaruga, SP, und Werner Luggenbühl, SVP. Der Oberländer Werner Luggenbühl hält das Mehr relativ knapp. Franziska Teusche, Grüne, überrundete am Ende Dora Andres, FDP. Nationalratswahlen. Im Nationalrat sind die 26 Berner Sitze verteilt. Gewonnen haben die SVP und die Grünen. Verlierer sind SP und die Schweizer Demokraten. Sport. Tennis. Nalbandian stoppt auch Federer. Im Finale gegen den Argentinier David Nalbandian verteidigte Roger Federer seinen Titel in Madrid nicht. Er verlor 6:1, 3:6 und nochmal 3:6. Formel 1. Spannung hoch 3 zum Ende. Der Titelkandidat Kimi Räikkönen gewann den Formel 1 GP von Brasilien. Er war ein Fahrer mit den kleinsten Chancen und wurde trotzdem Formel 1 Weltmeister. So sicherte er sich die Krone vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Eishockey. An die Tabellenspitze dank Bührer. An der NHL gewann Bern gegen Kloten Flyers 3:2 und kam damit an die Tabellenspitze. Der Goalie von den Berner, Marco Bührer, spielte in diesem Match die Hauptrolle. Unfälle. Gefährliches Wochenende, Selbstunfälle junger Wilder. Viele junge Autofahrer haben am Wochenende Unfälle verursacht, die mindestens 14 Verletzte und 3 Tote forderte. Bei Perli Genf verbrannte am Freitagabend 3 junge Männer in einem von einer Brücke gestürzten Wagen. Ein vierter Mitfahrer konnte trotz gebrochenem Bein davonkommen. Dienstag, Wahlen. Aufgefallen, 50% ging wählen. Die Urne lockte viele Schweizerinnen und Schweizer in Scharen heran wegen dem harten Wahlkampf. Der höchste Wert war im Jahr 1975, da war die Wahlbeteiligung bei 49,92%. Vor 4 Jahren hatten an der Wahl des Nationalrats 45,2% der Stimmenbeteiligung teilgenommen. 1975 lag die Beteiligung bei 52,4%. SVP im Hoch, SP im Tief. Außer Erich von Siebenthal aus Gaststadt vermochte bei den Nationalratswahlen kein Oberländerkandidat zu überraschen. Im ganzen Oberland legte die SVP zu. Die Wahlbeteiligung lag leicht unter dem kantonalen Durchschnitt. Sport, Eishockey, Beaumont Thun, es fällt nie am Willen. Beaumont Thun ist auf dem letzten Platz gerutscht, obwohl sie so gut gestartet sind. Der Liga bleibt das Saisonziel erhalten. Fußball, Schönbühl spielt 3:3. Zum Herbstmeister mit Glück. Spiez sah zur Pause gegen Schönbühl wie der sichere Verlierer aus. Die Spiezer machten aber aus dem 0:3 noch ein 3:3. Überfall. Zürich verhaftet. Beamte der Stadtpolizei Zürich ertappten in der Nacht auf Samstag 4 junge Männer, die einen Mann ausrauben wollten. Das Quartett konnte entkommen, wurde aber kurze Zeit später verhaftet. Als die Polizei erschien, lag das 59-jährige Opfer von den 18- bis 25-Jährigen getreten am Boden. Mittwoch, Region Thun. Vandalen zerstören bereits mehrere Bodenlampen. Stadt macht Anzeige. Vandalen machen vor nichts Halt. Ihre sinnlose Zerstörungswut haben auch an den Bodenlampen auf dem Thuner Rathausplatz
stattgefunden. Gegen Unbekannte hat nun die Stadt Anzeige erstattet. Die Bootlampen wurden zum Teil so heftig zerstört, dass ein paar davon mit Holzbretten zugedeckt worden sind. Bern und Region. Für die Kaninchen gilt Stallzwang. An Münchemier ist die seltene Kaninchensucht Myxomatos aufgetreten. Wegen dieser sogenannten Kaninchenpest musste einige Züchter im Seeland ihre Tiere töten. In den betroffenen 5 Seelandgemeinden herrscht Stallzwang. Sport, Tennis. Kein Freilos für den Titelverteidiger. Für in die zweite Runde musste Roger Federer am Heimturnier hart kämpfen. Er hat 6:1, 3:6, 6:3 gegen Michael Berrer gewonnen, obwohl es sehr, sehr schwer war. Er kam erst im Entscheidungssatz zum Erfolg. Ausland. Unheimlich, das Feuer ist überall. 500.000 Menschen sind in Kalifornien auf der Flucht vor den Flammen. Insgesamt wüten 14 riesige Brandherde. 512.000 Menschen haben eine verbindliche Evakuierungsorder erhalten. Die Menschen, die dem Flammeninferno rund um San Diego entkommen sind, sitzen mit ihrer wenigen Habseligkeit im Qualcomm Fußballstadion in der Hafenstadt. Donnerstag, Region Thun, Oberland. Dem schönen Herbst sei Dank. Das, wo der niederschlagsreiche Sommer verdorben hat, hat das schöne Herbstwetter wieder gut gemacht. Die Oberländer Bergbahnen und die BLT-Schiffsfahrt sind dem Herbst dafür dankbar. Einzig der Kälteeinbruch setzte einen Dämpfer aus. Oberland. Ein Wunschtraum wird wahr. Was vor 5 Jahren als Wunschtraum an der Zukunftskonferenz der Gemeinde Haselberg genannt wurde, nimmt nun Gestalt an. Baggergraben an der Wasserwende, den See, in dem ab nächsten Sommer gebaut werden kann. Sport. Fußball. Basel und FCZ vor Bewährungsprobe. Heute trifft Basel im UEFA Cup auf Rennes, Auswärtskönig der französischen Liga 1. Der FC Zürich reist nach Prag zu Sparta. Eishockey. Ein Trainer heiß wie ein Vulkan. Chris McSorley gibt dem heutigen SCB-Gegner Servette ein Gesicht. Er ist Trainer, Coach, Sportchef und Clubbesitzer in einer Person. Der Kanadier wird für seine Beziehungen geachtet und wegen seiner Ausbrüche gefürchtet. Ausland. Zahl der Brände wird steigen. Das Inferno im Süden Kaliforniens wütet weiter und hat bis gestern fast 1 Million Menschen in die Flucht getrieben. Außer verkohlten Resten und etwas Stein ist vom Haus vieler Bewohner und unweit von Santa Clarita nichts geblieben. So, das war die Wochenschau vom 22. bis 26. Oktober 2007.